Läuft? Hallo ihr Lieben und schön, dass ihr dabei seid zur nächsten Sendung mit Mr. Raw und Boggy. Hi, schön, dass du da bist, Boggy. Hi, freut mich hier zu sein. Super. Boggy ist einer der Absolventen des Dr. Raw Gesundheitscoaching-Programms und hat sich jetzt auf Fermentation spezialisiert. Ihr seht, jeder bringt sein eigenes Gebiet mit rein. Boggy wird uns heute ein bisschen was zum Vorgang der Fermentation erklären, wird uns erklären, wie man aus schleimhaltigen Cashews, die lange eingeweicht und fermentiert werden, ein Gesundheitsprodukt macht, was wirklich das Potenzial hat, das menschliche Mikrobiom und somit die Gesundheit des Menschen positiv zu beeinflussen, oder? Ganz genau. Also wollen wir direkt schon anfangen? Wir fangen direkt an. Genau. Was ist denn Fermentation? Fermentation, wir wissen ja, da werden Bakterien angesetzt, die dann anfangen, die Lebensmittel zu verdauen. Das heißt, die fangen an, die zu essen. Und wir haben dann sozusagen vorgeverdautes Lebensmittel, was wir da viel besser aufnehmen können. Ganz genau. Das genauso gesundheitsförderlich ist. Zum Beispiel, genau, wir wissen ja, da entstehen ja Gase, Alkohol oder Säuren. Ja. Genau. Das heißt, man setzt auf die Lebensmittelbakterien an oder verwendet die Bakterien, die bereits auf den Lebensmitteln wohnen. Wie ist es im Fall von den Ketchup? Setzen wir da Bakterien dazu und wenn ja, welche? Also zuallererst muss man die einweichen, weil wir sehen ja, wie die schleimen. Und genau das passiert ja auch in unserem Darm. Es wird komplett vollgeschleimt. Deswegen nehmen wir dem Körper diese Last und nehmen diesen Schleim raus und setzen dann die Bakterienkulturen rein. Wir nehmen, was nehmen wir? Balkan und Bulgur meistens. Balkan und Bulgur. Genau, weil die einfach am besten schmecken, den Kunden. Richtig. Und die setzen wir an und legen die ans Dörrgerät oder halt draußen im Tag stehen oder so. Und dann werden die langsam, also wird der Cashewquark, der wird langsam verdaut von diesen Bakterien. Und diese Bakterien, genau, wenn wir die dann aufnehmen, ja, auf jeden Fall, genau, diese vorverdaute Quark dann wird aufgenommen von uns und fördert sozusagen unser Mikrobiom. Das heißt, die Bakterien, die passen sich dann an und ja, tun uns im Körper halt gut. Ganz genau. Wir fangen nochmal vorne an. Das heißt, wir kennen mehrere Fermentationsprodukte aus unserem Leben, die wir gar nicht als solche identifizieren. Hier haben wir zum Beispiel einen Brownie. Da habe ich sogar unsere Gesundheitsexperten gefragt und keiner wusste, was an diesem Brownie fermentiert. Es ist ein Fermentationsprodukt, weil die Kakaobohne wird fermentiert. So ähnlich verhält es sich mit Tabak. Dieser Tabak, natürlich nur zum Neutralisieren von Meerschweinchenkot gedacht, ist ein Fermentationsprodukt. Ich rauche ihn tatsächlich auch ab und zu. Ein anderes Thema. Schaut euch unbedingt dazu die Tabaksendung an, um zu verstehen, wie wichtig Fermentationsprodukte sind. Auch hier natürlich der Cashewquark, ein Fermentationsprodukt oder eben auch Sauerkraut, was wir auch selbst herstellen in der Rocosteria. Wir haben also die Fermentation in vielen Bereichen, sei es Wurst, sei es Käse, sei es Bier, also eigentlich fast alle Produkte, die der herkömmliche deutsche Mensch, auch Sauerteigbrot, einst ein wunderbares Fermentationsprodukt. Was ist denn der Fehler bei den ganzen Fermentationsprodukten, die so auf dem Markt sind? Erklär du es mir. Ach so, ja, das Problem ist halt, dass die ganzen Bakterien, die mögen ja keine großen Temperaturen, die werden ja zerstört. Wie unser Gewebe zerstört wird ab, ich glaube, 42 Grad oder so oder bis zu 50, werden die ganzen Proteine, die denaturieren und gehen kaputt. Und genau dasselbe passiert. Also die tun vielleicht was Gutes und fermentieren die ganzen Sachen, nur das Problem ist, dass die dann zu hoch erhitzt werden und dann kaputt gehen. Ganz genau. Das heißt, in allen Sachen, die pasteurisiert sind, habt ihr nur noch Bakterienleichen. Und die Leichen, die können natürlich im Körper gar nicht mehr diesen Gesundheitseffekt erzeugen, die wir durch diese Lebensmittel, die probiotisch und unpasteurisiert, unbehandelt, unerhitzt für eure Gesundheit zur Verfügung stehen, besitzen. Wir erklären euch jetzt mal kurz den Vorgang zur Fermentation. Boggy, du hast dich auf diesen Cashewquark hier spezialisiert. Du stellst unseren Cashewquark her, ein Produkt, das wirklich schon um die Welt gegangen ist. Wie fängt das an? Also was sind das erstmal für Cashews und wie verarbeitet man die dann? Ja, so das sind Bio-Cashews. Bio-Rohkost-Cashews. Bio-Rohkost-Cashews, genau. Ganz das heißt, schwierig zu bekommen. Die sind ja auch, wie gesagt, lebendig. Wir wollen die ja nicht verarbeiten. Die sollen ja auch nicht pasteurisiert sein oder irgendwie erhitzt oder so, sondern da soll ja auch das ganze Leben drin stecken. Und die werden dann eingeweicht. Ich würde sagen, mindestens 1,5 bis 2 Tage, damit dieser ganze Schleim rauskommt. Und dann werden die mit den Bakterienkulturen zusammen gemixt. Also erstmal nur mit Wasser gemixt und dann kommen die Bakterienkulturen rein, wird nochmal kurz vermischt. Die mögen ja auch kein Karussell.
Richtig, ja. Die Bakterien mögen es auch nicht zu schnell gemixt zu werden. Sie mögen nicht zu viel Lautstärke. Sie mögen kein Licht. Sie mögen ein schön dunkles Milieu. Stellt euch vor, die Bakterien wollen es genauso wie in eurem Darm. Also dunkel, möglichst kaum Sauerstoff und ein schönes Milieu, in dem sie sich gut wohlfühlen. Genau, zum Beispiel mein Lehrer, der meinte auch, dass zum Beispiel bei Hip-Hop funktionieren die gut. Die mögen es wahrscheinlich, die Musik. Ja, man hat schon vieles ausprobiert und da bei der Musik zum Beispiel ging es. Also es sind viele Faktoren, die da mitspielen, wie der Quark am Ende wird. Auch das Wasser, alles spielt eine Rolle, wie am Ende der Geschmack wird oder wie gut die fermentieren. Ganz genau, cool. Und dann werden die ins Dörrgerät bei 42 Grad. Wieso 42 Grad? Ja, weil 42 Grad die Rohkostgrenze ist, aber auch einfach, weil die sich da am wohlsten fühlen. Und die genetische Flexibilität nimmt extrem zu. Das heißt, die Bakterien entwickeln sich weiter, es bildet sich eine große Diversität an verschiedenen Stämmen etc. Genau, wir wissen ja auch bei Temperatur, warum die so wichtig ist eigentlich, weil um 1 Grad Temperaturerhöhung ist ja 50% Immunboost. Genau, dasselbe geht auch, umso kälter die werden, deswegen werden die später auch dann, wenn die fertig sind, in den Kühlschrank gestellt, damit die einfach nicht in Kontakt kommen und dann irgendwie falsche Kulturen sich ansetzen oder so. Du hast eben ein wunderbares Stichwort genannt, das nannte sich Immunboost. Dieses fermentierte Produkt sorgt in unseren Darm, weil wir es ja eben außerhalb des Darms schon veredelt haben und mit probiotischen Darmbakterien angereichert haben, sorgt es in unserem Darm dafür, dass Schleim abgebaut wird, dass unser Immunsystem gestärkt wird und dass wir besser Nährstoffe aufnehmen können. Das heißt, dieses Produkt ist ein optimaler Immunbooster. Außerdem erzeugt es Wärme. Fermentation ist für den Winter. Daher auch diese Sendung jetzt zu dieser Zeit, weil jetzt der Winter vor der Tür steht und traditionell wurden in Deutschland und in allen nördlichen Gefilden dann immer Fermentationsprodukte eingesetzt, um den Darm zu erwärmen. Was passiert im Dickdarm mit der Fermentation? Also die Sache ist ja, wir brauchen ja Bakterien einfach, weil wir auch ein Bakterienhaufen sind und wir brauchen die richtigen Bakterien. Und diese Bakterien, die werden dann, wenn wir sie aufnehmen, die zersetzen dann das ganze Essen, also die essen das ja, und erzeugen dann Wärme. Also das als Nebenprodukt zu den ganzen Aminosäuren und den ganzen Mineralien und Vitaminen, die dann noch dazu erzeugt werden. Und man sieht ja auch, der Dickdarm, der ist ja wie so eine Heizung. Also der geht hier hoch und wärmt so seinen ganzen Körper. Und da sind die Bakterien angesetzt, die dann diese Wärme erzeugen. Fantastisch, das heißt Fermentation macht warm, ihr wollt Rohkost im Winter praktizieren, natürlich wenig Obst. Wieso wenig Obst im Winter? Weil Obst, man kühlt. Sieht ja, genau, Obst kühlt, es ist auch ganz normal. Wenn man in den Tropen geht, wäre es ja praktischer, Obst zu essen, weil der Körper dann abgekühlt ist. Dann ist wie so eine Information oder so ein Reiz oder ein Signal an den Körper, der sagt, okay, wir essen jetzt Obst, das heißt, wir haben um uns herum ganz viel, also es ist warm um uns herum und deswegen müssen wir abkühlen. Und deswegen ist es nicht vorteilhaft, im Sommer, im Winter Obst zu essen, weil der Körper dann ein falsches Signal bekommt und denkt, es ist Sommer. Ganz genau. Im Winter fermentiertes Wintergemüse wie Karotten, rote Beete, aber auch Kohlgewächse, aus denen wir dann das hier machen, sind die optimale Lösung. Und dann friert man auch nicht, im Gegenteil. Man erzeugt Wärme bei der Verstoffwechslung und dadurch, dass diese lebendigen Mikroorganismen im Körper sind, erzeugen sie auch eine Form von Biophotonen. Was sind Biophotonen? Biophotonen sind... Auch Quanten, oder? Das sind Lichtquanten, genau, die von lebendigen Organismen ausgestrahlt werden. Genau. Ja. Und da ist auch eine bestimmte Information drauf, die mit der wir dann bespielt werden. Also wo unser Körper dann drauf reagiert. Der weiß dann ganz genau und wird richtig eingestellt. Es wird richtig eingestellt, das Immunsystem wird getaktet, das Immunsystem kriegt so quasi die Information, was wo gemacht werden muss. Und gleichzeitig wird unsere DNA repariert und unser Masterplan, unsere Blaupause, wie man da biologisch das bezeichnet, wird aktiviert. Das heißt wieder, wir haben einen perfekten Plan, wie der Körper strukturiert werden soll, wie das Immunsystem getaktet sein soll, wie die Immunantwort sein soll. Und die wird durch diese Bakterien wieder koordiniert und aktiviert. Ja, ganz genau. Also ich wüsste nicht, was ich noch dazu fügen sollte. Wir zeigen mal kurz zum Prozess, nämlich was viele falsch machen. Also, wieso wir nur unsere Fermentationsprodukte konsumieren, haben wir schon mit einem Satz erwähnt, nämlich dass alle anderen Leichenteile enthalten. Das heißt, Bakterienkulturen werden getüchtet in Kokos, Cashew oder Mandeljoghurt im Supermarkt, werden aber dann erhitzt und dann werden sie, sage ich mal, als Leichnam verkauft, deswegen auch noch der leichte, saure Geschmack, aber keine Lebendigkeit mehr. Wir machen es anders und zwar machen wir auch noch einen ganz anderen entscheidenden Schritt anders, außer dass wir es pasteurisieren, also erwärmen. Wir weichen die Nüsse lange ein. Wieso weichen wir die Nüsse ein? Also, weil die Nüsse, um sie auch zum Leben zu erwecken.
wie wenn wir zum Beispiel die ganzen Saaten und so einweichen, um sie keimen zu lassen. Genau dasselbe passiert auch mit den Nüssen. Das heißt, wir weichen sie ein. Und genau, in den Nüssen sind ja auch Giftstoffe drin, die dann auch gelöst werden und dann, dann ausgespült werden. Genau, Schleim geht raus, Giftstoffe gehen raus. Wie heißt das? Antinährstoffe, genau. Phasin und verschiedene. Genau. Ja. Oxalsäure. Es gibt ja kleine Lebewesen, wenn die so ein Cashew, der nicht eingeweicht ist, essen würden, die würden direkt sterben an dieser Vergiftung. Ganz genau. Ja. Also das sind eigentlich Sachen, die die Natur einbaut. Man nennt es sogenannte Antinährstoffe, Fraßschutzstoffe, die die Nuss, also das Baby vom Baum, für das nächste Jahr schützen sollen. Deswegen werden die Schale eingebaut. Und wenn wir sie einweichen, und keimt der gerade oder ist es normal hier? Das ist normal. Okay, weil wenn man sie quasi zum Leben aktiviert, also die Natur imitiert durch Wärme und Wasserzufuhr, kann man die Cashew aktivieren und sie gibt diese Stoffe ab und wird viel, viel bekömmlicher. Und wir wollten das hier mal kurz demonstrieren. Kannst du mal halten? Ja. Wir demonstrieren mal, was Boggy jetzt immer macht. Erzähl mal, was machst du, wenn du sie einweichst und was kommt da raus? Schleim. Da kommt Schleim raus. Ja. Und was ist mit diesem Schleim, wenn wir ihn in den Darm haben? Seht ihr das? Ja, das ist Schleim. Also hier ist es gar nicht mehr so schleimig, wie ich es kenne. Ja, also es geht noch schlimmer. Also die sind, glaube ich, jetzt anderthalb Tage eingeweicht. Und es müffelt auch. Mhm, ja, auf jeden Fall. Und dieser Schleim, der verschwindet ja nicht einfach, wenn wir die essen, sondern der setzt sich an unseren Darm, an den Schleimhäuten an. Und was passiert dann? Also es passiert, dass wir die Nährstoffe gar nicht mehr richtig aufnehmen können. Dann passiert auch sowas wie Leaky Gut oder ein Mikronährstoffdefizit, auch Makronährstoffdefizit. Einfach. Ganz genau. Deswegen kommt ja auch diese Theorie, dass wir so viel essen müssen, weil einfach nicht mehr so viel ankommt. Wenn wir einfach rein wären, dann würden wir auch viel weniger essen müssen, um denselben Effekt zu erzielen. Ja. Fantastisch. Genau. Was auch passiert ist, dass wenn dieser Schleim in unserem Körper ist, er zu Entzündung führt und zu einem Stoffwechselblockaden. Das heißt, er setzt sich auch, er kommt auch tatsächlich ins Zellzwischengewebe, ins Interstitium und verschleimt unsere Lymphe. Das heißt, die Lymphe geliert. Das kennt ihr, ihr seid müde, träge, ihr habt keinen Bock auf Sport, ihr seid nicht voll in euren Drive. Ja? Die ganzen Humore, die ganzen Säfte im Körper zirkulieren nicht mehr optimal. Sei es der Blutfluss, die Lymphe, die Galle oder andere Säfte. Auch in den Gelenken kann sich dieser Schleim etc. absetzen. Was jetzt umgekehrt passiert, wenn wir diese fermentierten Produkte essen, die Bakterien bauen den Schleim wieder ab. Sie essen quasi den Schleim und recyceln die Eiweiße. Selbst denaturierte Eiweiße können wieder recycelt werden und können zu sehr guten körperlichen Bausubstanz werden. Genau, ja. Genau. Also auf jeden Fall förderlich auch für neues Gewebe aufzubauen und alles, genau. Ja, wie du sagst, wird recycelt. Richtig. Was auch passiert, wenn wir diese Bakterien im Darm haben, stellen sie Vitamine her, Vitamine und Nährstoffe. Welche Vitamine werden zum Beispiel durch Sauerkraut oder durch Fermentationsprodukte im Darm hergestellt? Ja, ganz wichtig, Vitamin C. Ja. Ja. Vitamin C und was denn noch? Alle B-Vitamine, genau. Und vor allem B12. Ja, genau, das B12. Ja. Richtig. Ja. Ja. Für was ist B12 wichtig? Für die Nerven. Ganz genau, also überwiegend wichtig für die Nerven, sei es für die Neuronen, sei es aber auch für die Schleimhaut, die sind auch mit Nerven durchzogen, auch im Darm ganz wichtig. Der Darm wird auch als zweites Gehirn bezeichnet. Ja. Als erstes sogar mittlerweile. Ja, genau, man sagt ja, dass mehr Informationen vom Darm ins Gehirn gehen, als vom Gehirn in den Darm. Ganz und der Darm war auch zuerst da. Genau. Ja. Was glaubt ihr also, was macht diese fermentierte Kost mit lebendigen Mikroorganismen, was macht die mit eurem Gehirn? Ja. Also das Gehirn wird wieder voll funktionsfähig, wird wieder total versorgt, kriegt alle Enzyme ab. Das heißt, es kann richtig funktionieren, die Neuronen stellen sich richtig ein, also man hat weniger Depressionen, man ist gut gelaunt, also so wie es sein sollte. Ja, und warum hat man denn Depressionen? Weil man irgendeinen Mangel hat an irgendwelchen Enzymen, die halt nicht richtig arbeiten und es nicht richtige Hormone oder so gebildet werden können, und genau das passiert ja. Ganz genau. Ja. 95% unserer Rezeptoren für Dopamin und Serotonin, das sind unsere Glückshormone, befinden sich im Darm. Mhm. Das heißt, Essen macht glücklich. Und der Spruch, die Weisheit mit Löffeln zu essen, ergibt einen neuen Sinn. Denn man isst klarer, man denkt klarer, man ist besser drauf. Und diese Weisheiten werden einem vermittelt von diesen Mikroorganismen. Manchmal denke ich zu Hause, jetzt kommt mir ein guter Gedanke, von wem kommt dieser Gedanke eigentlich? Genauso ist es mit schlechten Gedanken. Haben wir schlecht gespeist? Von wem kommen die Gedanken? Ganz klar, diese kleinen Mikroorganismen senden bestimmt, also nehmen wir erstmal an, wir haben ein antibiotisches Milieu. Anti bedeutet? Gegen das Leben. Ja, Das Leben. Nehmen wir an, wir haben ein antibiotisches Milieu im Darm. Dann haben da Bakterien ein Zuhause gefunden, die Signale an unser enterisches Nervensystem, so nennt man das Nervensystem im Darm, senden. Zum Beispiel, ich will Zucker,
mir geht's nicht gut, kein Bock auf Sport, lasst mich alle Ruhe, ihr fuckt mich alle ab, ich komme mit keinem mehr klar. Ja, tatsächlich, auch soziokommunikative Störungen wie Autismus können im Darm ihre Ursache haben. Das heißt, wenn wir irgendwelche solche Sachen verspüren, sollten wir hinterfragen, wer ist das eigentlich? Und wer ist es dann, wer hat keinen Bock auf Sauerkraut, wer hat keinen Bock auf Bitterstoffe? Sind wir das oder sind es die Bakterien? Ja? Ja, sind es Viren oder sind es Parasiten oder sowas, die dann da sind und diese ganzen Signale abschicken. Die wollen ja Zucker. Genau. Und die ernähren sich davon oder auch Krebszellen zum Beispiel. Genau. Ja. Ganz genau. Andersrum ist es so, es kommen jetzt immer mehr Studien da raus, dass diese Fermentationsprodukte durch eben ihre Gabe von Nährstoffen, aber auch ihre diese Bakterien zerlegen auch unsere Eiweiße und führen dazu, dass wir die Aminosäuren besser aufnehmen können. Aminosäuren gelten ja für Muskelsportler immer als bestimmt besonders reizvoll. Aber für was sind denn Aminosäuren noch so wichtig im menschlichen Körper? Eigentlich für alle Prozesse, die sich abspielen. Genau, also die Eiweiße, Aminosäuren. Aminosäuren brauchen wir eigentlich für den ganzen Körper. Also der ganze Körper funktioniert auf Aminosäuren. Aminosäuren bilden Enzyme steuern unseren ganzen Körper, die ganzen Prozesse, Hormone, alles läuft auf Aminosäuren. Und ich glaube sogar, dass allein die Bakterien, nur die können die ja wirklich verwerten. Und wenn wir kein richtiges Darmmilieu haben, dann bringt es auch nichts, irgendwelche Proteine aufzunehmen, ja, weil die einfach keine Aminosäure dann wieder zersetzen. Also die werden ja aufgespalten in Aminosäuren und dann wieder aufgebaut. Ganz genau. Und die Darmbakterien, die binden sie sogar in die Darmwand ein. Die Probiotika nehmen die Eiweiße auseinander, bauen die auseinander, nehmen die und füttern damit die Darmzellen. Außerdem geben die in die Tight Junctions die Nährstoffe direkt ins Blut. Das heißt, ohne diese Bakterien haben wir eigentlich kaum die Möglichkeit, wirklich gesund zu werden. Weil, auch wie er schon sagt, Hormone und Enzyme bestehen alles aus Aminosäuren. Und wir haben chronischen Aminosäurenmangel. Genau. Wir haben dich gerade hier gemessen im Viewer. Kannst du mal rüber einen Schwenk machen? Wir haben hier gerade Boggy gemessen mit dieser sensationellen Messtechnologie über Skalarwellen und haben herausgefunden, dass Boggy ganz, ganz viele essentielle Aminosäuren fehlt, obwohl wir... Was weiß ich dann sofort? Ich weiß auf jeden Fall, ich muss sofort richtige, also Probiotika nehmen, ganz die dann meine Eiweiße oder so aufnehmen und dann aufspalten, neu aufbauen oder überhaupt in den Körper lassen. Weil wir haben ja diese Darmzotten, die in den Darm ragen. Also wir haben ja diesen ganz langen Dünndarm und im Dünndarm, wo die Speise oder der Speisebrei reinkommt, da sind kleine Härchen. An diesen Härchen sind die Bakterien und die sind wie Türsteher. Also die sagen dann, ja, du kannst rein oder nicht. Und wenn die nicht da sind oder da falsche drauf sind, dann passiert auch nichts. Egal, wie viel wir aufnehmen. Und da kommen wir zum letzten Punkt dieser kleinen Sendung. Und zwar 95% unseres Immunsystems haben Gastroendokrinologen jetzt bestätigt, besteht aus den Darmbakterien, die auf den Mikrovilli, auf den Darmzotten leben und die dann als First Line of Defense alle Eindringlinge abhalten, die in den Körper wollen. Genau. Ja. Ja, das heißt, wir essen quasi unser Immunsystem. Wir essen Lebensmittel, die vorgekaut sind von Mutter Natur. Vorgekaut von Mutter Natur, als würde die Mama es einspeicheln. Ja, es ist nicht unser Grund so. Ja? Die Mutter speichelt für das Baby das Essen ein, damit das Baby die Enzyme aus dem Mund der Mutter hat. Genau. Hier ist es so, wir nehmen die Enzyme und die lebendigen Mikroorganismen und die Biophotonen von Mutter Natur, die wir im Glas schon veredelt haben, mit gefiltertem Wasser, mit einer ganz achtsamen und liebevollen Zubereitung, weil wir wissen, dass es sich um lebendige Mikroorganismen handelt, und speisen sie dann. Das heißt, wir haben veredelte Nahrung in den Produkten, die ihr hier auch gerne natürlich bei uns kaufen könnt. Also steht außer Frage. Und was ihr auch machen solltet, ist genau wie Boggy mal zu schauen, wie ist denn meine Nährstoffaufnahme? Wie ist denn mein Magnesium, mein Vitamin C, mein B12, meine Darmtätigkeit, meine Absorptionsfähigkeit, meine Leber- und Nierenwerte? Das kann man alles rausfinden. Und wir beide bieten diese Scans jetzt an. Du bist als Gesundheitscoach jetzt dafür zertifiziert, mit diesen Viva Leute anzubieten. Das heißt, wir werden hier drunter auch mal wieder unsere Coaching-Seite verlinken und wir werden dich auf der Seite dann auch anbieten, dass du auch vielleicht mit Leuten coachen kannst. Ja, finde ich gut. Ja. Super, hast du noch was der Fermentation hinzuzusetzen? Also, sie bildet unser Immunsystem. Sie schützt uns vor Viren etc. Sie hilft uns dabei, Eiweiße aufzuspalten. Sie hilft uns dabei, alte Stoffwechselabfallprodukte zu recyceln. Und sie hilft uns dabei, allgemein sämtliche Körperprozesse etc. zu beschleunigen und den Körper zu erwärmen, wie wir durch dich mit der Heizung gerade auch noch verstanden haben. Genau. Nee, das wäre eigentlich alles. Also ich wüsste nicht, was ich da hinzufügen Gut, wie würdest du sie integrieren in deinen Alltag? Wie sieht deine Mahlzeit jetzt mit diesen Fermentationsprodukten also, aus? Also ich würde auf jeden Fall für den Anfang, vor allem jetzt, wo ich es erfahren habe, dass meine Aminosäureaufnahme nicht so toll ist, würde ich den Joghurt jetzt wieder einbauen und würde den in
In allen, in Salaten, in Kuchen oder so, diese Leckereien, ja, die wir haben. Wenn ich, ja, also es wird auf jeden Fall alles viel besser damit verdaut. Ja. Also man nimmt was und es wird einfach vorverdaut und wird viel besser aufgenommen. Ich merke das auch, ich spüre das und man kriegt direkt Energie, wenn man sowas isst. Ganz genau. Und wundert euch nicht, besonders wenn ihr Sauerkraut esst und dann erstmal pupsen müsst, weil da kommen gute Polizisten in euren Darm und die kämpfen erstmal gegen die Banditen und da entsteht Krieg. Und da gibt es Gase und Blähungen und so und Fäulnis kommt raus und es stinkt übel. Und dann habt ihr weiterzumachen, weil dann fängt der Darm erstmal an, gereinigt zu werden. Ich esse jeden Tag, und da könnt ihr jeden Mitarbeiter in der Rokosserie fragen, jeden Tag Sauerkraut zu meinem Mittagessen mit einem Salat. Und dazu einen Esslöffel Cashewquark. Und das macht man mal über Jahre oder Jahrzehnte. Und dann kann man diese scheußliche Kost, die wir seit unserer Kindheit, seit 30, 40 Jahren konsumiert haben, ausgleichen. Wenn man das aber nur ab und zu mal einen Esslöffel Sauerkraut integriert, dann kann man sich auch keine Hoffnung machen, dass da irgendwas besser wird. Denkt langfristig und nehmt dazu massiv Superfoods, um den Prozess zu unterstützen. Ja, genau. Datasch, hast du noch irgendwelche abschließenden Worte, um diese Fermentationsgeschichte für die Leute nochmal zusammenzufassen und die Dringlichkeit einer fermentierten Ernährung in der heutigen Welt hervorzuheben? Wieso sagst du, isst du Fermentationsprodukte allein schon wegen der Stimmung? Genau, also wie wir schon gesagt haben, die Bakterien, die bilden ja alles, also die zersetzen die Proteine und aus den Aminosäuren baut sich alles auf. Also alle Hormone, alles Neurotransmitter und so, so Glücksgefühle kommen hoch, allein dadurch, dass wir diese Fermentationsprodukte zu uns nehmen. Und jetzt kommt das Letzte und Beste, und zwar, die schmecken auch fantastisch. Ja, also, die schmecken super. Also von der und ganz normaler Quark, also man schmeckt keinen Unterschied. Also genau. Schmeckt super. Ihr habt hoffentlich auch erkannt, was der Unterschied zwischen dem Quark und dem Quark in den Supermärkten ist und wieso dieser in einer anderen Preisklasse spielt als der Schrott, seid mir leid, die Leichenteile, die im Supermarkt angeboten werden, in Plastik oder irgendwelche Aluverpackungen eingepackt mit schlechtem Wasser. Hier ist gefiltertes Wasser, Umkehrosmose, gereinigt, eingeweichte Rohkost, Cashews, das findet man sonst nirgendwo aktuell auf dem Markt und somit haben wir mal wieder ein Alleinstellungsmerkmal. Wie oft auf diesem Kanal, freut mich, dass ihr dabei seid, Leute, integriert diese kleinen Gesundheitstipps in eure Leben. Sauerkraut könnt ihr auch selbst machen, Cashewkraut könnt ihr auch selbst machen. Wir bieten auch Workshops dazu an in der Rokosserie mit den Experten. Genau, die Workshops auch. Also man kann, man kann wirklich lernen, wie man das macht und es ist nicht schwer. Es ist nicht schwer. Ja, muss jemand zeigen. Es muss, du hast mir heute Morgen selbst gesagt, als wir trainieren waren. Ja, also ich glaube, so ein, zwei Monate lang geübt. Also ich mache immer noch Fehler, aber ja, es wird immer besser. Und man verfeinert es immer mehr und immer weiter. Ja. Ja, genau. Also wenn ihr Lust habt, könnt ihr auch erstmal zum Testen einfach in die Rokosserie kommen, euch einen Esslöffel einfach zum Kuchen dazu servieren lassen und sagen, hey, was erlebe ich da eigentlich? Ich kann nicht mehr ohne und ich kann euch wirklich nur einladen, ermutigen und inspirieren, den nächsten Schritt in Richtung Gesundheit zu gehen und euch für dieses scheußliche Wetter, kannst du mal kurz den Schwenk machen, von innen zum Leuchten zu bringen. Das ist es nämlich. Die Sonne, die von außen scheint, können wir von innen in den Das wollte ich auch sagen. Sag's, ich habe zum Beispiel in den letzten Tagen, da haben jetzt alle irgendwie so schlechte Laune und meinen, oh, was ein Wetter und so, aber ich fühle mich eigentlich super. Ich auch. Also ich stehe auf und denke mir, wow, was ein geiler Tag, auch wenn es regnet oder so. Also geil, Regen oder so. Regen ist auch gut. Genau, genau. Also tatsächlich, es geht darum, man muss 1 Million lebendige Keime am Tag in den Körper kriegen. Ob über Fermentationsprodukte, ob über Barfußgehen, ob über Waldspaziergänge, ob über, wie die Hunde machen, die lecken an Sachen oder die lecken an der Haut von Leuten, die sie geht. Ihr denkt euch, die sind ja komisch, die sind ja voll ekelhaft, die sind ja voll ungesund. Wie lecken die an meiner Haut oder an meine Finger, wenn ich die begrüßen will, die Hunde? Die haben noch einen Instinkt, eine Intuition. Die wissen, ich muss lebendige Keime suchen. Übergebt euch auf die Suche nach lebendigen Keimen und bringt so viel Dreck wie möglich in euren Körper, um euer Immunsystem zu stärken. Das ist die einzig logische Antwort auf die ganzen Viren-Palaber, was wir da haben. Ja, ich würde das auch so abschließen. Ich würde das auch jetzt so abschließen, das Video. Danke, dass ihr so lange dabei wart. Es war mir immer wieder wichtig, über das Thema zu reden, weil es wird oftmals unterschätzt und es ist so einfach und schlicht zu integrieren. Und danke dir, Boggy, für deine Aufmerksamkeit und deine Expertise. Wir sehen uns im Scan hoffentlich oder beim Fermentationsworkshop. Bis dahin alles Gute, Leute, und danke fürs Zuschauen. Danke fürs Zuschauen. Und wenn ihr Lust auf mehr Gesundheit bekommen habt, besucht uns doch in der Rokosteria in Frankfurt. Lasst euch kulinarisch verführen und geschmacklich verzaubern. Macht einen Bio-Vital-Scan und wir stellen euch einen individuellen Ernährungsplan zusammen, der genau an eure persönlichen Bedürfnisse angepasst ist und auch nur die speziellen Superfoods enthält, die ihr auch wirklich braucht. Schaut euch einen unserer Videokurse an oder bestellt euch einen roh-veganen Ernährungsplan, um noch mehr Energie in euren Alltag zu bringen. Wir haben euer Interesse geweckt. Lest am besten eins meiner Bücher für noch mehr Hintergrundinformationen. Ihr wollt loslegen? Startet am besten morgens gleich mit frischem, basischem Aquion-Wasser und geht euch draußen an der frischen Luft ein paar Wildkräuter sammeln, die ihr dann in eurem Angel-Juicer entsaftet.
Genauso könnt ihr auch frisches Weizengras nehmen, das wir bei uns in der Rohkosterie anbauen. Treibt Sport in Parkanlagen oder Wäldern und nutzt unser Magnesium-Spray, um euch nach dem Duschen mit noch mehr Energie aufzuladen. Verreibt ätherische Öle von Young Living auf eure Haut, zieht Sprossen, macht Darmspülung und entspannt euch auf der Seragym Infrarotliege. Erdet euch mit TerraPro und schützt euch vor elektromagnetischer Strahlung mit dem Vita-Chip. Fahrt zum Blue Room nach Weimar und macht Rohkosturlaube in den Tropen mit uns und unserer Crew. Besucht ionisierte Salzkrauten, meditiert und entfaltet eure Göttlichkeit. Denn dann braucht ihr nichts mehr von all dem, sondern seid mit euch selbst vollkommen in Einklang und zufrieden. Auf dem Weg dahin möchte ich euch weiterhin unterstützen und deswegen würde ich mich sehr über ein Abonnement freuen und wenn ihr weiter dabei bleibt für das nächste Video. Vielen herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Euer David. Alle Links für die Produkt- und Anwendung findet ihr unten in der Infobox.